Einen wunderschönen Tag, liebe Wrestling-Freunde. Wir nähern uns dem Ende der Woche 5, sind jetzt hier bei SmackDown angekommen und steigen direkt mal ein. Haben hier Santino Marella gegen Kofi Kingston. Das ist wunderbar. Wir simulieren. Kofi holt sich hier natürlich den Sieg gegen Santino, aber jetzt nicht so die Challenge. Kann man jetzt schon ganz ehrlich so sagen. Haben AJ Lee gegen Brie Bella. Ein Divas-Match für Öhrchen. AJ Lee natürlich dominant. Del Rio gegen Hulk Hogan wäre eigentlich ein recht spannendes Match, werden aber kurioserweise beide nicht gemanagt. Und hier holt sich Hulk Hogan, also Entschuldigung, Hollywood Hulk Hogan den Sieg. Und jetzt kommen wir zu den Rivalitätsmatches. Wir haben Edge 1 gegen 1 gegen Kane. Wir haben Sting gegen Swagger. Und wir haben Rey Mysterio gegen Bad News Barrett. Rey Mysterios Match ist natürlich ein Teil der Fehde mit Cesaro. Und Stings Match ist natürlich ein Teil der Fehde mit Stone Cold Steve Austin. Aber zuerst das Return Match vom Rated R Superstar. Ich bin gespannt wie ein Schnitzel. Und deswegen starten wir jetzt direkt ins Match. Edge ja immer einer der Top-Superstars. Ich kann mich erinnern, ich mache da jetzt quasi ein kleines Geständnis. Ich habe geheult wie ein Schlosshund, als ich gehört habe, dass er aufhören muss. War auch sehr bewegend, die Abschiedszeremonie, muss ich ehrlich zugeben. Schade drum, aber wenn der Doktor sagt, ein Match noch und du sitzt im Rollstuhl, dann fällt die Entscheidung, glaube ich, einfach. Aber in unserem virtuellen Universum ist er wieder da. Rated R Superstar gegen Kane. Und here we go. Edge, ein bekannter Schleimbatzen, der aber hier am Anfang im Positionsspiel von Kane ein wenig dominiert wird. Kane ja gerade als Verlierer aus seiner Fehde mit Randy Orton rausgegangen. Orton hat ja da zum Ende der Fehde den United States Titel geholt. Kane im Draft zu SmackDown gewechselt worden und darf jetzt gegen das zweite Mitglied, also ehemalige Mitglied von Rated RKO ran. Und schauen wir mal, ob er sich da besser macht. Bis jetzt tut er das. Jetzt der Whip-In von Edge in die Ecke. Und richtet Kane sofort wieder auf. Und da fliegen die Fäuste. Auch die zwei haben eine gewisse Geschichte miteinander. Perfekt ausgeführter Suplex von Edge. So kennen wir ihn. Und ein Snap. Kane schnalzt wieder zurück. Die Menge boot. Edge, ein bekannter Heel hier in der WWE. Eigentlich treffen hier gerade zwei Heels aufeinander. Ich glaube, Kane ist auch auf Heel gestellt. Wunderschöner German Suplex, der Kane auf der Matte aufschnalzen lässt. Ein Tritt nach, das Monster muss man auf dem Boden halten. Aber es gelingt nicht so recht. Da hat er wohl die Rechnung ohne Kane gemacht. Der jetzt versucht, den Rated R Superstar an weiterer Offensive zu hindern. Wird aber jetzt auch wieder in die Ecke gewippt. Der Punch nach. Kane landet wieder in der Ecke. Oh, und die Schläge ins Genick. Edge schnappt sich hier. Kane steigt aufs Seil. Und ein schöner DDT. Wunderbar ausgeführt von Edge. Der Rated R Superstar. Es ist schön, ihn wieder in Action zu sehen. Hier die Kicks von Edge. Jetzt Kane, der Konter zum Neckbreaker. Das sitzt nicht gut mit all den Nackenverletzungen, die Edge schon hatte, der jetzt einen Boot ins Gesicht nachfliegen lässt. Kane ist down. Edge läuft und zack, da ist der Boot ins Gesicht. Kane wieder down. Aber wenn das so weitergeht, dann ist das ein sehr, sehr positives Match für den Rated R Superstar, der hier seine Rückkehr zu SmackDown feiert in sein Gebiet. Und der DDT sitzt. Edge sofort ins Cover. Eins, zwei, nein, Kane kommt noch raus. Dieser Modified DDT von Edge, den wir gerade gesehen haben, hat er früher mal die Execution genannt. Hier ein schöner Hang-Up, der Kane hier mit der Kehle auf die Seile befördert. Meine englischen Kommentatorenkollegen suchen schon eilig, dass wir... Oh, was ein DDT. Aber Kane steht wieder, als wäre nichts gewesen. Und der Running Bulldog... Edge hat jetzt echt Lunte gewittert. Den holt man da jetzt so schnell nicht wieder runter. King und Michael Cole sind schon mal am Stehen. Wer weiß, was passiert. Kane jetzt eindeutig benommen und noch ein DDT. Also Edge hier eindeutig
daran interessiert, sein Gegenüber auszuschalten. Aber wir kennen den Rated R Superstar. Er ist auch mit einem Countout-Sieg zufrieden. Wenn Kane es nicht schafft, hier demnächst wieder aufzustehen, dann wird der Schiri bis 10 zählen und dann wird es das gewesen sein. Noch ist es nicht so weit und Kane ist wieder im Ring. Jawbreaker von Kane. Und der Side-Backbreaker. Kane jetzt eindeutig angepisst. Hat sich das nicht so vorgestellt, dass Edge hier zurückkommt und ihm quasi die Parade ruiniert. Kane ja frisch zu SmackDown gedraftet. Der hat jetzt geglaubt, er kann hier reinkommen und einmal ordentlich aufräumen. Aber bei all den Boots ins Gesicht, die er schon von Edge kassiert hat, glaube ich nicht, dass das da heute noch großartig was wird mit Aufräumen. Aber jetzt schnappt er sich hier Edge, lässt ein Knie in die Magengrube folgen und Edge wird hier ausgehebelt, quer durch den Ring geschmissen. Muss natürlich aufpassen hier. Und der DDT sitzt wieder wunderbar. Richtet sich Kane hier wieder zurecht. Und zack! Und ins Cover. Eins. Nein. Wieder ein Two-Count. Ein sehr langer Two-Count, aber ein Two-Count bleibt ein Two-Count. Edge geht jetzt in die Ecke, will den Spear ansetzen, aber Kane steht schon wieder. Und wirft ihn über sich drüber. Wieder schön ausgekontert von Kane. Der ihn hier nimmt und wieder einen Side-Backbreaker. Edge jetzt zum ersten Mal auch etwas benommen. Und da ist der Submission-Hold von Kane. Damit hat er schon CM Punk bewusstlos gewürgt, der da nicht mehr rausgekommen ist. Und jetzt werden wir sehen, ob Edge da jetzt dasselbe Schicksal teilen muss. Edge strampelt noch. Oh weh, oh weh, oh weh. Ich weiß nicht, ob das gut gehen wird. Nein, Edge ist noch rausgekommen. Okay, der Schiedsrichter deutet. Und da ist das Bier! Das Cover. Eins, zwei, drei. Und ein erfolgreiches Comeback für den Rated R Superstar. Edge in Höchstform, wie wir hier nochmal in den Replays sehen. Hat hier schön die Execution angesetzt. Dann Inverted Neckbreaker ins Cover. Alles hat nicht gereicht. Kane ist überall wieder rausgekommen. Und dann da. Wirklich, er sieht eine Möglichkeit, er profitiert davon. Edge, der Spear, der alles entscheidet. Herzlich willkommen zurück, Rated R Superstar. Freut sich hier natürlich. Herzlichen Glückwunsch an Öhrchen. Guter Kauf, kann man nichts sagen. Edge war ja Teil der Roster-Erweiterung, hat hier sein Surprise-Comeback nach dem ersten Monat im Manager-Game. Werde auch schauen, dass wir jedes Monat so eine kleine Erweiterung starten, beziehungsweise einen Austausch. Vielleicht werde ich dann mal Superstars rausnehmen. Aber jetzt fürs Erste, herzlichen Glückwunsch Öhrchen, herzlichen Glückwunsch Edge. Wir starten direkt ins nächste Match. Sorry für die Husterei, bin immer noch nicht ganz gesund. Ja, natürlich, die WWE Championship-Fehde Sting wurde gechallenged von Stone Cold Steve Austin, der es auch zurückgeschafft hat in die WWE. Und hat hier erstmal ein Match gegen Jack Swagger. Aber wo Swagger ist, ist wahrscheinlich Austin nicht weit. Sting ja glorreich den Titel geholt bei Extreme Rules vom Undertaker, den man seither nicht gesehen hat. Spielt sich hier ein bisschen mit Swagger. Aber ein Jack Swagger kann natürlich auch kontern, ist technisch auch ein sehr feiner Wrestler. Aber hier der Suplex zurück in den Ring von Sting. Super schön ausgeführt für einen alten Mann, kann man nichts sagen. Zack, da schnalzt's. Und ein wunderschöner Elbow Drop. Sting, seit neuestem hat er das Wolfpack wiederbelebt. Hat hier mit Kevin Nash gemeinsame Sache gemacht, der ja bekannterweise eine Fehde bei Raw hat. Gegen Randy Orton. Hat nicht sonderbar gut begonnen, die Fehde für Kevin Nash, aber das Wolfpack gibt bekannterweise nicht so schnell auf. Auch wenn hier Sting gerade ein bisschen dominiert wird vom guten Jack Swagger. Aber das kann sich in einem Augenblick natürlich sofort wieder ändern. Aber im Moment zeigt hier Jack Swagger dem alten Hasen, dass man auch die Jungen nicht unterschätzen darf. Das Stellungsspiel hat er ganz gut drauf, das Swagger.
Aber jetzt Sting nimmt sich den Arm. Zack. Gut, dass da kein Ellbogen rausgesprungen ist. Aber jetzt hier Swagger und der Slam. Swagger nimmt sich das Bein von Sting und wirft sich hier zurück. Eieiei, das geht auf die Knie. Und der Leg Drop hinten dran. Richtet sich jetzt hier Sting auf, aber Sting kontert mit dem Knie in die Magengrube. Holt sich ihn hier, aber wieder ein schönes Reversal von Jack Swagger, das mit einem German Suplex endet. Und jetzt, eieiei, das Knie auf den Hinterkopf, das Gesicht in die Matte. Swagger hebt hier wieder Sting zu einem schönen Slam. Lässt die dritte folgen, aber mehr Zeit braucht Sting nicht, um wieder auf die Beine zu kommen. Swagger Power Slam. Jetzt der Whip von Jack Swagger in die Ecke. Anlauf und das Knie in die Seite mit, kombiniert mit dem Splash. Hebt hier das Ding auf, lässt ihn sehr unzeremoniell auf die Matte klatschen. Sting aber noch genug Kraft, um hier Swagger wieder in die Ecke zu schmeißen. Da folgt die Clothesline. Ich hätte schon mit dem Stinger Splash gerechnet. Und der Leg Drop. Den hat er sich eindeutig von Hogan abgeschaut. Und der Elbow Drop hinten dran. Und der Running DDT. Swagger hat sicher morgen noch Kopfweh. Und der Leg Drop hinten. Ja, also Jack Swagger hat sich das sicher auch anders vorgestellt. Wobei, er muss damit rechnen, dass er hier Competition bekommt. Immerhin kämpft er hier gegen den WWE Champion. Auch wenn das noch sehr jung ist, dieses Entwicklungsding hebt hier auf. Eieiei. Das geht aufs Nüsschen. Nicht so knusprig für die Familienplanung. Weiß gar nicht, ob jetzt Swagger schon Kinder hat oder was. Muss ich mir mal meinen Wikibär holen. Jetzt in die Ecke und jetzt nimmt der Anlauf Sting und der Stinger Splash. Ja, eigentlich akademisch, was jetzt folgt. Der Count. 1, 2, nein. Jack Swagger beweist hier Eier, auch wenn es nur noch Rührei sein kann, nach dem, was der gezeigt hat. Und da, Scorpion Death Drop. Das hat ihm den Titel gesichert. Und rein ins Cover. 1, 2, 3. Sting besiegt hier Jack Swagger in sehr, sehr fairer Manier. Hier sehen wir nochmal die Replays, der schöne Stinger Splash, der noch nicht gereicht hat. Aber wir wissen ja, das ist nicht alles im Arsenal des Stingers. Der hat ja noch viel mehr drauf, nämlich eben zum Beispiel das hier, Scorpion Death Drop. Und das war dann genug für Jack Swagger, der sagt, okay, no mas, ich kann nicht mehr, lässt sich hier pinnen. Sting holt den Sieg. Und da, wen haben wir denn da? Stone Cold Steve Austin kommt hier raus. Zeigt Sting, hey du hast da was. Das hätte ich gern. Aber da müssen wir wohl noch ein paar Wochen warten, bis wir da ein Titelmatch sehen. Aber da sind wir auf jeden Fall schon mal gespannt drauf. Wir steigen ins Main Event des Abends ein. Haben im Main Event auf Managerseite ML Zocchi mit Rey Mysterio, der sich den Intercontinental Championship geholt hat von Dolph Ziggler. Und eigentlich die Fehde gegen Cesaro, der da jetzt gerade zum Ring kommt, sich das Ganze natürlich live gibt. Barrett scheint zufrieden, denn Cesaro ist offensichtlich in Managementpflicht hier für Bad News Barrett unterwegs. Und der wird natürlich gemanagt von unserem guten Öhrchen. Die Glocke läutet, das Match beginnt. Rey Mysterio fliegt durch die Luft. Mit was anderem habe ich eigentlich auch nicht gerechnet. Bad News Barrett ist einfach ein verdammt kräftiger Typ. Das hier ist übrigens ein Extreme Rules Match. Das heißt, der kann hier draußen wirklich tun und lassen, was er will. Nimmt sofort den Kommentatorentisch auseinander. Aber anstatt hier Rey gleich dagegen zu schmeißen, schmeißt er ihn jetzt wieder in den Ring. Oder ist es gar kein Extreme Rules Match? Ein schöner Slam von Barrett ins Cover. Eins. Nein, viel zu früh. Viel zu früh, Barrett. Was soll das? Lass das mal. Jetzt wieder aber aufgehoben hier. Und wow, was für eine Powerbomb.
Ich durfte die schon am eigenen Leib verspüren. Glaubt es mir, da drückt euch die Luft aus den Lungen. Das ist nicht angenehm. All diejenigen, die jetzt meinen, oh, ist schon nur Schauspielerei, denen sei gesagt, ja, ja. Fang dir mal eine Powerbomb. Ja. Jetzt hier ein schöner Suplex von Barrett, der eigentlich den Intercontinental Champion hier sehr stark dominiert. Aber jetzt Ray mit einem Frankensteiner, wie ihn die alten Leute noch genannt haben. Und gleich noch einen Hurricane Runner. Nein, Hurricane Runner ist mit einer Drehung. Hier der Kick in den Rücken von Bad News Barrett. Rey Mysterio natürlich sehr bedacht darauf, hier den Hünen am Boden zu halten. Denn nur so kann er den notwendigen Speed aufbauen, den er braucht, um dieses Match wirklich zu gewinnen. Aber Barrett steht schon wieder und die Schläge klatschen eigentlich nur gegen ihn, tun nicht viel. Das Whipping in die Ecke tut Rey Mysterio da sicher schon mehr weh. Sehen wir jetzt die beiden immer noch sehr stark konfrontiert. Ja, Cesaro lenkt hier Rey Mysterio ab. Hey du, dein Titel gehört bald mir. Und der Ex-Handle von Bad News Barrett holt hier Rey Mysterio von den Beinen. Aber der steht schon wieder. Der Schiri ist ein bisschen überfordert. Der Konter von Bad News Barrett. Und jetzt Barrett holt hier aus. Und der Punch. Ja, das wird's dann wohl gewesen sein. Rein ins Cover. 1, 2, 3. Bad News Barrett besiegt im Main Event von SmackDown hier Rey Mysterio nach einer unfairen Einlage von Cesaro, der hier den kleinen Mexikaner eine Zeit lang abgelenkt hat. Gerade genug, um Bad News Barrett Zeit zu geben, hier den Bad News Punch anzubringen. Und das war's. Rey Mysterio komplett aus. Also der ist komplett weg. Kann man schon so sagen. Barrett freut sich, lässt sich feiern. Natürlich würde ich auch, wenn ich den Intercontinental Champion besiegt habe. Hier nochmal schön die Pose. Ja, genau mit dieser Faust habe ich ihn ausgenockt. Euren Favoriten. So Freunde, das war die 5. Woche im WWE Manager Game. Ich vom Kommentatorentisch verabschiede mich. Wir sehen uns ganz sicher nächste Woche. Jetzt folgt noch eine Zwischenstandstabelle für all euch Tabellenwahnsinnige. Und ich würde mich freuen, lasst einen Daumen da, lasst einen Kommentar da, sagt mal, was davon haltet. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Freunde, bis dann. Peace und Freundschaft. Euer Vincent Kennedy Mac Zuckerbär, der Eigi. Baba.